Hallo, ich heiße Stefan, das ist Pro Survival. Ich befasse mich heute mit dem Thema Notnahrung. Ich habe schon in zahlreichen Dokus gesehen, wie Heuschrecken dieser Art hier gegessen werden. Dabei wird der Geschmack meist völlig auf unterschiedliche Weise beschrieben. Manche sagen, es schmeckt wie Hühnchen, die anderen wie Popcorn, die anderen wie Nüsse. Ich möchte das jetzt selbst herausfinden, werde dieses Insekt jetzt essen. Dabei handelt es sich um eine Wanderheuschrecke, die gehört zu den Insekten. Das sieht man an den sechs Beinen. Gut, bei der fehlt jetzt ein Sprungbein. Ich habe dieses Tier aus dem Zoofachgeschäft. Ihr wisst vielleicht, dass ich eine Vogelspinne habe, die diese Tiere wahnsinnig gern isst. So, damit sie nicht lange leiden muss, werde ich sie jetzt schnell töten. Dazu werde ich ihr den Kopf abreißen. Hier kommen auch die ganzen Eingeweide heraus. Das macht den ganzen Prozess nicht unbedingt jetzt noch appetitlicher. Ich weiß jetzt nicht, was da auf den Boden gefallen ist. Der Rest ist essbar. Ihr seht, der Rest, das sind noch Nervenreaktionen, es bewegt sich noch. Die Beine mache ich ab, weil die über fiese Widerhaken verfügen. Die wehrt sich noch aus dem Jenseits heraus. So. Auch die Flügel muss ich nicht unbedingt haben. Auf dieses Chitin kann ich gut verzichten. Die schmeckt leicht sauer. Am ehesten würde ich sie jetzt vergleichen mit rohem Mais. Ich habe das bestimmt schon als Kinder getan und vom Maisfeld Mais abgezogen. Die Hülle ist recht knackig, aus dem Inneren kommt so ein mehlig breiiger Saft heraus. Und der schmeckt stark nach Polenta, nach Maisstärke. Ich würde die jetzt nicht mal als hässlich bezeichnen. Vom Geschmack her sind die noch recht gut. Die Hülle ist ein bisschen zäh. Ich bin froh, dass ich die Flügel abgemacht habe. Wird nicht mein Lieblingsessen. Schmeckt auch irgendwie nach Spiegeleiern. Ich schlucke jetzt den Haufen runter. Da zuckt noch was. Ja. Für Pro Survival packen wir es an. Hallo, ich bin es, Stefan von Pro. Schalt ab. Schalt ab. Schalt ab.